Hi und hallo zum Thema Achtsamkeit. Vielleicht hast du dir davor das Video Umgang mit Stress angeschaut und auch wenn Umgang mit Stress kein Thema für dich ist, ist es Achtsamkeit auf jeden Fall. Hier möchte ich mit einer Buchempfehlung starten. Das Buch heißt Stille, die aus dem Herzen kommt und mir hat sie ein ganz, ganz lieber Kunde empfohlen. Das kann ich jedem empfehlen. Hier wird einiges klar, was Achtsamkeit ist und wie Achtsamkeit in der heutigen modernen Welt Platz findet. Achtsamkeit ist die Lehre der Stille. Wirkliche Stille ist für viele Menschen nicht auszuhalten. Und die einfachste Achtsamkeitsübung ist einfach die Augen zu schließen und auf den Atem zu achten. Verändere dabei nichts an deinem Atemrhythmus. Es ist wichtig, dass du ganz natürlich atmest und nur an den Atem denkst. Versuche sämtliche störenden Gedanken auszublenden. Das kann Übung brauchen. Jedoch, wenn du merkst, dass Gedanken zurückkommen, dann schiebe sie einfach weg und konzentriere dich wieder auf den Atem. Es ist nicht nur möglich, achtsam zu atmen und die Augen zu schließen. Beispielsweise kannst du auch beim Gehen ein achtsames Gehen praktizieren. Achte dabei auf alles. Achte darauf, wie sich der Untergrund anfühlt. Achte darauf, wie sich deine Füße aufsetzen, welche Stelle des Fußes sich zuerst aufsetzt. In der Achtsamkeitslehre wird nicht bewertet. Bist du beispielsweise gerade in einer Achtsamkeitsmeditation, Achtsamkeitsatemübung und neben dir fängt die Baustelle an, Lärm zu machen, dann sollte dich das nicht stören. Du solltest versuchen, dieses Geräusch einfach nur zu akzeptieren. Du kannst es nicht verändern, es ist einfach da. Deswegen versuche dich weiter auf den Atem zu konzentrieren und versuche die negativen Geräusche nicht als negativ zu bewerten. Achtsamkeit kannst du überall praktizieren. Und der Mönch, der dieses Buch schrieb, nennt es als die höchste Form der Achtsamkeit, wenn man sogar in lauter Umgebung eine innere Stille einkehren lassen kann. Doch dazu ist ein bisschen Übung nötig. Alleine schon die Gedanken auszuschalten ist so schwierig, dass man es immer wieder mal üben sollte. Achtsamkeit hilft mir dabei, einfach fokussierter zu sein und vor allem mich auch an den kleinen Dingen des Lebens zu freuen. Achtsamkeit zu praktizieren wird dir bewusst machen, welche kleinen Wunder auf der Welt immer um uns herum stattfinden. Zur Achtsamkeit selbst gibt es eine ganz tolle Geschichte. Buddha wurde damals gefragt, Buddha, warum bist du immer so glücklich? Und Buddha sagte, wenn ich gehe, gehe ich, wenn ich esse, esse ich und wenn ich nachdenke, dann denke ich nach. Da dachte sich der Mann, der die Frage gestellt hatte, das tue ich doch auch, doch sind wir einmal ehrlich, das ist nicht so. Wann nimmt man sich denn mal wirklich Zeit zum Essen, ohne nebenher zu reden, nachzudenken etc.? Dieses Gedankenkarussell macht uns nachweislich krank. Wir müssen es schaffen, uns auf den Moment zu fokussieren. Esse doch einmal deine nächste Mahlzeit in Achtsamkeit. Nimm den Löffel in den Mund, spüre die Struktur deines Essens, versuche die einzelnen Geschmacksnoten herauszufiltern und wirklich wahrzunehmen. Achtsamkeit bedeutet von daher im Grunde Leben. Wenn du immer mit dem Kopf woanders bist, dann hast du nicht gelebt, dann hast du diesen Moment nicht mitbekommen, du hast ihn verpasst. Ja? Obwohl du dort warst, warst du nicht dort. Und deswegen ist Achtsamkeit so wichtig. Sehr leicht fällt mir Achtsamkeit, wenn ich mit meinen Kindern spiele. Diese Momente sind so schön, dass ich sie einfach genießen möchte. Dort schalte ich komplett ab, ohne es zu wollen.
Auch du hast bestimmt Momente, wo du wirklich in dem Moment bist. Es ist jedoch wichtig, dass wir uns diese Fähigkeit aktiv antrainieren. Außerdem in dieser Stille-Meditation, also in dieser Achtsamkeitsmeditation, werden dir manchmal ganz, ganz essentielle Sachen klar. Ungeklärte Fragen, wie du mit einer bestimmten Situation umgehen oder wie du verfahren solltest. In der Stille sagt dir dein Körper, was er wirklich braucht. Du wirst es nicht hören, wenn du nicht in Stille sein kannst. Fassen wir zusammen. Versuche, Momente bewusst zu leben. Höre mal auf, nachzudenken. Nimm dir, wenn du merkst, dass sich dein Gedankenkarussell wieder dreht, einen Stopp und sage, jetzt höre ich auf zu denken, jetzt bin ich achtsam. Denke wirklich über das nach, was du gerade tust und hör auf mit diesem Autopilot. Ja? Versuche, die kleinen, schönen Dinge der Natur oder deines Lebens wieder wahrzunehmen und finde so zu mehr Lebensqualität. Und lerne, die Gedanken dabei auszuschalten. Und nimm dir ab und zu mal Zeit, und das kannst du gerne nach oder vorm Schlafen machen, lege dich hin und versuche, die Stille einkehren zu lassen. Das funktioniert natürlich mit äußerlicher Stille am besten. Lege dich hin, achte auf deinen Atem und versuche, an nichts zu denken. Die Fähigkeit, Gedanken zu kontrollieren, ist in der heutigen westlichen Welt wichtiger denn je. Konkrete Meditationen wirst du hier in diesem Bereich auch finden. Auch im kostenfreien Bereich habe ich dir geführte Meditationen zur Verfügung gestellt. Auch während einer geführten Meditation bist du ganz bei dir. Nutze das neu gewonnene Wissen, um dir weniger Stress und mehr Lebensqualität ins Leben zu holen. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Dein Lieblingscoach Marcel.